Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute mal ein bisschen in eigener Sache unterwegs. Und zwar ist mir aufgefallen, dass immer mehr Kommentare verschwinden. Das heißt, ich bekomme von euch einen Kommentar geschickt mit unter anderem einen Link zu einem PC, den ich testen soll. Den sehe ich auch in der Benachrichtigung, den sehe ich auch bei mir in den E-Mails, den sehe ich aber nicht bei YouTube direkt. Ich blende euch hier mal ein paar Kommentare ein zum Beispiel. Und ich weiß nicht, was da los ist. Es kann sein, dass YouTube diese Kommentare löscht, weil da drin ein Link ist, wobei andere Kommentare mit Links wieder durchkommen und ich weiß nicht warum. Versucht bitte in Zukunft, wenn ihr mir einen PC vorschlagen wollt, mir einfach die genaue Bezeichnung reinzuhauen. Meistens ist es ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein CSL-Computer ist, CSL Sprint 5138 oder irgendwas ähnliches, dann kann ich da nachsuchen und dann bleiben die Kommentare auch da und dann kann ich dazu ein Video machen. Und ich wurde jetzt gefragt, ob ich nicht mehr meinen eigenen PC vorstellen könnte. Und das machen wir hier einfach mal. Es wird sehr umfangreich. Ich habe aus meinen alten PCs auch immer wieder Sachen übernommen. Deswegen sieht die Config ein bisschen komisch aus, aber sie funktioniert. Und ich zeige euch gleich, warum ich das alles so gemacht habe. Wir starten einfach mal. Ich habe das alles bei Geizhals jetzt verglichen, weil die Teile gibt es bei Mindfactory meistens gar nicht mehr. Die modernen natürlich schon, aber die älteren, die ich aus den alten PCs übernommen habe, natürlich nicht mehr. Wir starten mal mit einer 1TB HDD-Festplatte. Das ist einfach nur mein Datengrab, wo ich meine ganzen Videos und Musik und so weiter speichere, unter anderem auch für diese Videos. Die kostet 56,88 €. Ist ein stinknormales Modell. Einfach nur, um Daten auszulagern. Ich mache da keine Spiele drauf, ich mache da keine Programme drauf. Ist wirklich nur für Daten. Als nächstes hätten wir eine Crucial P1 SSD, die zeige ich euch tatsächlich etwas öfter in den Videos. Das ist allerdings nur die 500 GB Variante, die habe ich vor einiger Zeit gekauft, da waren die noch deutlich teurer. Mittlerweile kriegt ihr ja für das Geld, selbst was das hier steht, fast 1 TB. Ich würde so sagen, 80 € kriegt ihr schon 1 TB, zumindest von Crucial. Ja, habe ich bei mir im PC drin, läuft unter anderem Windows drauf und die meisten Programme, Discord, OBS, Opera, also ich habe hier diesen Opera-Browser, der fürs Gaming gedacht ist. Opera GX war das, genau, so. Dann hätten wir noch eine weitere Crucial, das ist eine ganz normale 2,5 Zoll SSD, also keine M.2. Die habe ich noch aus dem alten System übernommen. Dann habe ich noch eine SanDisk SSD 128 GB, die habe ich aus einem noch älteren System übernommen. Aber ich brauche halt viel Speicher und verschiedene Speicherpunkte, damit ich es besser sortieren kann. Klar, man kann das in einer Ordnerstruktur machen, aber ich mache es halt so. Ich habe den Platz dafür im Rechner, ich habe ein großes Gehäuse, kommen wir gleich auch noch zu. Die gibt es schon gar nicht mehr. Man sieht es hier, keine Angebote seit dem 5.2.2019 oder 13.10.2020. Die Dinger sind nicht mehr im Programm. Da gibt es jetzt schon bessere, schnellere, größere, wie auch immer. Das Teil hier, das habe ich mir jetzt erst vor kurzem gekauft. Das ist quasi eine externe 3,5 Zoll Festplatte über USB 3.0 angeschlossen. Da speichere ich auch einfach nur meine Videos drauf. Das ist quasi als Backup-Lösung. Wenn jetzt mein Computer mal abraucht, kann ich immer noch da die Daten wiederholen. Unter anderem auch ein Vorteil, wenn ihr mehrere Festplatten habt. Wenn eine schrottet, ist das nicht so schlimm, dann habt ihr die Daten vielleicht noch auf anderen Festplatten. So mache ich es zumindest. Dann wird es hier jetzt schon interessanter. Das ist ein AMD Ryzen 7 5800X. 8 Kerne, 16 Threads. Den haben wir auch mal ab und zu im Video gehabt. Meistens den 5.6er. Also 5600. Der hier ist zum Zocken super geeignet. Ich render darüber auch. Ich mache darüber alles. Es gibt natürlich noch den 5900 oder die Threadripper-Reihe, aber die kannst du nicht bezahlen. Für 424 € völlig in Ordnung. Dann habe ich in meinem PC Corsair Vengeance RAM, sag's euch immer wieder. Das ist aber allerdings der 3600 MHz, weil der 5800er Ryzen natürlich auch so viel verträgt. Der kann sogar bis 4000. Nur ob man ihn da noch stabil laufen lassen kann. Ich weiß nicht, wie AMD das auslegt. Also 3600 laufen locker stabil, natürlich mit RGB-Beleuchtung. Dann habe ich das normale Soundsystem, was ich eigentlich kaum noch benutze, weil ich hier auch eine Alexa stehen habe, Logitech Z333. Das ist einfach nur, wenn ich jetzt mir mal Videos angucke, ohne ständig das Headset auf dem Kopf zu haben. Aber ich habe mich so an das Headset gewöhnt. Völlig wurscht. Also eigentlich braucht man es nicht. 43,32 €. Das Teil habe ich, glaube ich, seit 10 Jahren sogar schon. Dann habe ich für die Kamera, die hier angeschlossen ist, worüber ihr mich jetzt auch immer seht, eine Elgato Camlink 4K. Das muss man nicht haben. Ihr könnt auch einfach irgendwas Günstiges nehmen. Guck mal, das Teil kostet 120 €. Das kriegt ihr wahrscheinlich bei Amazon für 30-40 € von einem anderen Hersteller hinterhergeworfen. Ich weiß nicht, wie da die Qualität ist. Nur bei dem Camlink wusste ich, dass es mit meiner Kamera auch funktioniert. Weil Elgato stellt eine Liste zusammen, welche Kameras auch dieses Clean HDMI-Out haben und so weiter. Deswegen habe ich einfach den genommen. Dann habe ich mir vor kurzem gegönnt eine Sapphire Nitro Plus Radeon RX 6700 XT. 12 GB. Ich sage ja immer, 4 GB ist zu wenig, 6 GB ist schon hart an der Grenze, 8 ist okay, ich habe 12. Die steht hier für 1200 drin. Das stimmt nicht. Geizhals nimmt unter anderem die Angebote von Notebooks Billiger nicht dabei und Notebooks Billiger hatte sie für 899.
Und das Lustige ist, ich hatte meine 5700 XT bei eBay reingestellt und ich habe dafür 815 gekriegt. Jetzt muss man natürlich noch die eBay-Gebühren von 10% abziehen und den Versand, den habe ich gratis angeboten. Das heißt, ich bin meine 5700 XT tatsächlich für 730, 740 effektiv losgeworden und habe mir für 899 die 6700 XT geholt. Passt auf eBay, vergleicht die Preise. Schaut auch mal bei anderen Webseiten, nicht nur bei Idealo oder Geizhals, sondern guckt mal direkt, wie gesagt, bei Notebooks billiger, bevor ihr da 100 Euro weniger für eine Gebrauchte aus der alten Generation bezahlt. Ich habe mir die hier auch nur geholt, weil ich wusste, ich kriege die alte für den Preis weg, weil die Leute das scheinbar kaufen. Ich weiß nicht warum. Angebot und Nachfrage halt, aber ich finde schon krass, du hättest quasi dann für effektiv 100 Euro mehr die neue Generation gekriegt. Aber gut, das müssen die Leute entscheiden, wenn die es kaufen wollen. Dann habe ich einen Gigabyte X570 Aorus Elite. X570, das ist allein schon deshalb, weil es der 5800er Prozessor von AMD ist. Man bekommt die scheinbar auch mittlerweile auf den B450 Sockeln Chipsätzen zum Laufen, aber ich wollte einfach zukunftssicher planen. Ich sage es euch auch immer wieder in den Videos, nehmt einen B550 oder X570 Chipsatz, dann seid ihr für die Zukunft super gerüstet. Jetzt kommst du zu den Monitoren. Die habe ich mir nach und nach gekauft, deswegen sind es so viele verschiedene. Ich bin immer so der Typ, der sagt, es muss funktionell sein, es muss nicht super aussehen. Es gibt natürlich Leute, die hauen sich drei Monitore dahin, das sind immer dieselben. Das sieht auch cool aus. Und dann noch curved wahrscheinlich, top Sache. Aber ich habe es mir halt nach und nach, wie ich sie brauchte, dann gekauft. Auch auf eBay Kleinanzeigen, einfach mal geschaut, 50 Euro Monitor, überhaupt kein Problem. Zocken tue ich auf dem AOC, weil der hat 144 Hertz, ganz normal Full HD. Ich brauche kein WQHD oder 4K oder sonst was. Mir reicht das. Der Monitor ist ca. 40 cm von meiner Schnute entfernt. Da brauche ich kein 4K. Dann habe ich hier den LG Ultrafine. Das ist der, der quasi oben drüber hängt. Ich habe quasi links einen, in der Mitte einen, rechts einen und einen oben drüber. Ganz normal mit einer VESA-Halterung festgemacht. Die habe ich jetzt hier nicht aufgelistet. Den benutze ich einfach nur für YouTube, Discord, Spotify, wie auch immer. Das zählt bei den anderen auch, außer der BenQ. Den habe ich tatsächlich hochkant gestellt, der ist bei mir auf der linken Seite, da lasse ich meistens den Twitch-Chat weiterlaufen, weil da kann ich ihn schön groß darstellen und hier ist halt auch die Kamera und wenn ich dann da zum Chat gucke, habe ich nicht so den Abstand, als wenn ich nach oben gucken würde die ganze Zeit. Die Preise seht ihr hier, holt euch Monitore, wie ihr sie braucht. Das soll jetzt auch keine Kaufempfehlung sein, ich habe sie mir nach und nach geholt. Dann habe ich das Elgato Stream Deck, das könnt ihr natürlich auch mit dem Handy emulieren. Wer TikTok benutzt, weiß das, weil bei TikTok wird da ständig gezeigt, wie die Handys dann quasi dafür missbraucht werden, so ein Stream Deck nachzustellen. Funktioniert ja auch. Ich habe es geschenkt bekommen, da sagt man natürlich auch nicht nein. Nicht von Elgato, das war zum Geburtstag ein Geschenk. Und ich brauche das halt einfach nur schnell Tasten haben, um Spiele zu starten, OBS zu starten, Aufnahme und so weiter. Dann habe ich eine Corsair Gaming K55 RGB. Ich hatte vorher die Logitech G910. Die ist mir kaputt gegangen. Da funktioniert ja irgendwann WASD nur noch, wenn man feste gedrückt hat. Es kann natürlich auch Schmutz gewesen sein und der Kontaktmatte. Ich habe aber Logitech kontaktiert und die haben mir dann einfach eine neue geschickt. Die wollten die alte noch nicht mal mehr wieder haben. Ich habe denen den Code gegeben, der hinten auf dem Aufkleber war. Die haben gesehen, der hat noch Garantie, kriegt dann eine neue. Die ist mir nach einem halben Jahr auch flöten gegangen. Dann habe ich mir gesagt, so, jetzt kein Logitech mehr bei Tastaturen. Ich nehme jetzt Corsair, probiere die mal und die hält jetzt schon seit einem Jahr. Ohne Probleme, RGB-Beleuchtung benutze ich auch irgendwie kaum. Das ist immer noch dieser Rainbow-Effekt, wie er standardmäßig eingestellt ist. Ist eine gute Einsteiger-Tastatur. Für 50 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Wunderbar, sucht ihr eine Gaming-Tastatur, nehmt ihr ruhig. Kann ich eine Kaufempfehlung zu geben. Dann benutze ich als Maus die Logitech G502 Hero. Die ist schon ewig auf dem Markt und sie wird auch immer wieder gekauft, weil es einfach eine geile Maus ist. Ihr könnt die Gewichte da drin anpassen, je nach Widerstand, wie ihr das haben wollt auf dem Mauspad. Das Mausrad lässt sich entsperren, die hat Zusatztasten, die kaufe ich mir immer wieder. Wenn sie mal kaputt geht, ich hatte sogar mal überlegt, für 35 Euro, als sie im Angebot war, hier kostet jetzt 45, mir die zu holen und einfach in den Schrank zu stellen, falls mir meine mal flöten geht. Also das ist echt eine coole Maus, ich habe die auch vielen schon empfohlen und da kommen alle mit klar. Männer sowie Weiblein, kleine Hände, große Hände, überhaupt kein Problem, ist eine super Maus. Dann habe ich das Enermax Exvilence Schwarz, das ist schon ein großes Gehäuse, ist auch schallgedämmt. Das ist kein normales ATX, das ist schon fast ein Big Tower. Dementsprechend habt ihr auch mehr Platz für Wasserkühlung etc. Ich hatte jetzt vor kurzem das Thema einmal, da wollte jemand eine neue Wasserkühlung einbauen und hat dann gemerkt, die passt dann nicht so rein, wie ich das gerne hätte. Mit dem Gehäuse seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, hat viele Erweiterungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich für 70 Euro auch noch andere Hersteller wie Quiet und so weiter, die haben dann auch so große Gehäuse, aber das kann ich echt empfehlen. Klar, ich benutze es ja auch selber. Dazu passen die Enermax Liquimax 3 ARGB 360, also drei Lüfter, A 120 mm. Die führt dann quasi auf den Prozessor. Wenn ich render, liege ich so bei 80 Grad. Also ich habe das Teil noch nie über 80 Grad gesehen.
Selbst wenn ich dauerhaft 100% Volllast mache beim Rendern, überhaupt kein Problem. Das Teil, das kühlt richtig gut. 89,99 €, teilweise auch schon für 79 gesehen. Müsst ihr mal schauen bei Amazon, manchmal haben die da so Sonderangebote. Dazu auch passend das Enermax Revolution DF 850 Watt. Brauchen tue ich es nicht. Ich komme wahrscheinlich auch mit 650 Watt aus, aber dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt mal irgendwann auf die Idee komme und meine Grafikkarte nochmal aufrüste auf die 6900 XT, dann könnte es vielleicht sogar schon knapp werden. Nicht bei dem 850, aber bei einem 650 würde es knapp werden. Dazu die Canon EOS M200 Schwarz. Ihr seht gerade, wir gehen ein bisschen bunt durch. Ich habe einfach die Artikel gesucht und reingeknallt. Das ist meine Kamera, über die ich gerade aufnehme. Hat einen clean HDMI-Out, kostet 429 €. Funktioniert hervorragend. Schaltet man an, hat den Elgato Camlink dann da dran. Dann habe ich noch so einen Fake-Akku und so da drin, der dann mit Netzteil gespeist wird. Das habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, nur damit ihr wisst, warum die Kamera ständig Strom hat. Dazu als Mikrofon das Rode NT1A. Das habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Das ist ein super Mikro. Ich habe es jetzt vor kurzem nochmal neu gekauft für Lexi. Das bleibt auch beim Preis so. 150 € kostet das Teil irgendwie immer. Ihr kriegt es bestimmt mal irgendwann im Angebot für 130 oder so. Aber das ist ein super Mikro. Ihr hört ja auch die Qualität. Auch beim Stream ist super. Dazu passend das Behringer Zenix 802. Ich habe die USB-Variante. Ich benutze das USB dabei nicht. Kostet 48 €. Ist auch sehr preisstabil. Kriegt ihr höchstens gebraucht mal ein bisschen günstiger. Ist ein gutes Mischpult, eigentlich viel zu groß für dieses Mikro. Ihr habt halt Erweiterungsmöglichkeiten. Wollt ihr noch ein zweites Mikro anschließen, könnt ihr das mit reinmischen. Ist ganz gut gemacht. Und insgesamt kommen wir hier bei einem Gesamtpreis raus von 4.602 €. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, ist das viel. Ich habe mir das nach und nach gekauft. Ich habe das nicht alles auf einen Schlag irgendwie bestellt. Ich habe auch vieles gebraucht geholt, wie die Monitore zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe viele Sachen auch weggelassen, wie zum Beispiel die Weserhalterung, das Mauspad. Der Tisch an sich kostet natürlich auch Geld, der Gamingstuhl kostet auch nochmal 400 €, aber ne, dass ihr wisst, wo ihr dran seid. Ich habe jetzt auch mal nur für den PC die Sachen rausgesucht. Wenn ihr nur die Hardware nehmt für den PC, auch die Festplatten, die ich da so reingewurschtelt habe, dann kommt ihr auf 2.300 €. Zu aktuellen Preisen. Das war zu meiner Zeit sogar noch ein bisschen teurer, weil ich natürlich die Festplatten früher gekauft habe, da waren sie noch deutlich teurer. Der Prozessor, den habe ich, glaube ich, relativ günstig geschossen, weiß ich gar nicht so genau. Aber wenn ihr jetzt einen Gaming-PC, so wie ich, haben wollt, dann 2.300 €. Ihr könnt sogar noch ein bisschen sparen, wenn ihr diesen Murks mit den Festplatten weglasst und einfach eine 2 TB da reinknallt, dann habt ihr nämlich Ruhe. Aber ansonsten wisst ihr, wo ihr ungefähr dran seid, wenn ihr so einen PC haben wollt, wie ich. Ich blende auch euch hier nochmal so ein Bild ein. Ich weiß, das ist kein tolles Bild, aber ich habe jetzt gerade andere Möglichkeiten, ein Foto zu machen, weil ich den halt unterm Tisch stehen habe und ich werde jetzt nicht 20 Kabel abklemmen, nur damit ich ein Bild machen kann. Ich weiß, ich bin eine faule Socke, aber das mache ich jetzt einfach nicht. Gut, als nächstes habe ich mir schon wieder einen PC rausgesucht, den wir uns angucken werden. War auch in den Kommentaren. Dieser Kommentar wurde zum Glück nicht gelöscht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder reinschauen würdet. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen. Ich lese mir auch wie immer jeden Kommentar durch. Ich kriege immer eine E-Mail und freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.